So, da sind wir und weiter geht es mit der nächsten Runde. Firmament. Wir haben schon in der letzten Folge das erste Rätsel gelöst hier. Genau, wir sind hier einfach mal rübergekommen und jetzt geht es weiter. Jetzt geht hier ein Weg weiter. Das sieht schon krass aus, echt. We are the Keepers, meint er immer. Aus dem Lautsprecher. Isn't it breathtaking? Was? The arches of the firmaments. Ach, die meint sie. So inspiring and reassuring. Cool. Ja. And this. This part will convey you to this one. Die Gondel will dich zum Schwan bringen. Live with my comrades. Go when you like. You can return here. Geh ruhig rein, meinte sie. Okay, das sieht jetzt aber voll nach diesem Mist-Design aus. Diese Kapsel hier, ne? Auf jeden Fall, das war dieses Design in diesen Farben. Und jede Farbe war eine andere Welt. Und das ist wohl jetzt so eine Welt hier. Da geht es auch noch weiter. Warte, wir gehen erstmal gucken, überall. Okay, das sieht schon echt krass aus. Mit diesem Bogen hier. Das sieht doch nice aus, ne? Love it. Okay. Ah, siehst du, da kann man hier mal gucken, wie das weitergeht. Guck mal, da hinten ist dann auch voll die Aktion da hinten. Bauen die hier so ein fettes Rätsel hier mitten auf den Felsen drauf. Die waren schon immer kreativ, echt. So, wir gehen da mal gucken. Lass mal gucken. Zack. Öffnen. Die Kapsel wird geöffnet. Und weiter. So geht's dann weiter. Starten. Da sind wir in der Kapsel. You will not be able to witness the wonder of the other realms. Was? But you will transit to the swan first. Zum Schwan. Guck mal, das finde ich geil. Solche Effekte hier und sowas. Da? Wir sind da. Was? Schwan. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, Alter, was? Oh mein Gott. Welcome to the Swan, where we gathered, talked, sang, learned, eat, laughed, shared my memories of this place, so vivid, so wonderful, so peaceful, till it was shattered. Lies are controlling, but comforting. Die labert mir ein bisschen zu viel. Boah, wie krass das aussieht. Ich will mich nicht mehr bewegen. Krass. Okay.
Ahrensrast, willkommen im Schwan. Du hast dir die Ehre verdient, auszuruhen. Wie alle Lebewesen benötigst du Ruhephasen. Erhole dich, um die Reiche bewahren zu können. Unterhalte dich mit deinen Gefährten, vergnüge dich mit Handwerk, Musik oder Frivolität. Entspanne dich in einem Quartier, erkenne in den Lichtern des Firmaments jene, die nun schlafen. Okay. Du halte dich nicht zu sehr auf. Der Sinn und Zweck des Ruhens ist es, uns für das Bewahren mit geistiger Energie, was gesteigerte Energie und neue Kraft zu erfüllen. Beschäftige dich während der Ruhezeit nicht mit törichten Träumen. Träume sind unzulässig, irrational und nicht messbar. Träume bringen falsche Gedanken aus unserem Unterbewusstsein, die uns von unserem wahren, bewussten Ziel ablenken. Du bist ein Bewahrer. Ruhe ist ein wichtiger Teil des Bewahrens. Würdige die kleinen Ruhezeiten, bis es Zeit für einen tiefen Schlaf. Die Gründer. Okay. Boah, Alter, ist das echt krass. Okay, hier liegt ein Buch. Ah, jetzt geht die Kapsel zu. Da hab ich schon gesehen, da ist auch schon eine Kapsel. Das ist bestimmt so eine andere Welt. Da wette ich mit hier, echt. Öffnen. Siehst du, das ist eine andere Welt, das Reservoir, okay. Jealous Court Reservoir, okay. Und dann gibt es bestimmt da. Noch eine Welt, die grüne Welt. Und wie heißt die? Sandandere Gewölbe. Okay. So, da kann man jetzt schon dahin reisen. Aber erstmal gucken wir uns erstmal überall um. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach hier mal. Das ist Myst-Design. Ja. Moment, sonst gibt es hier gar nichts. Aha, guck mal hier. Hier gibt es noch einen Raum. Nächste Seite. Okay. Ich habe niemanden, mit dem ich meinen Schmerz teilen kann, also schreibe ich Worte. Wie viele neue Worte lerne ich, doch selbst mit all diesen neuen Möglichkeiten, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, es fehlt es mir doch an Worten für meine Traurigkeit, meine Wut, meine... Wie konnte es dazu kommen? Die Wahrheit unerträglich, die Leere so grenzenlos, so kalt, so dunkel. Ich ringe um Verständnis, um Einsicht. Turner, eine dunkle Macht, ein Monster. Selbst er? Nur ein Werkzeug in einem solch düsteren Plan. Wie konnte eine solche Dunkelheit eine solche Macht erhalten? Hat er sie gesucht oder sie ihn? Sucht sie stets nach solchen Dienern? Aber auch... ich ihr gedient? Bin ich wie er? Waren wir alle wie Bewahrer davor? Wovon? Wir waren einfältige Seelen von Lügen ernährt und dann durch eine eigene düstere Macht. Wie konnte er nur? Wie konnte ich? Ich rettete sie, ich verlor sie, ich wurde gezwungen. Aber was nun?
Was wird aus mir gefangen, einsam? Die Last des Wissens und Enttäuschung raubt mir die Freude unterm Atem. In meiner Brust schmerzt mein Herz. Von mir erstreckt sich die Leere der Zeit. Und nur ich bin noch da, um sie zu füllen. Die Einsamkeit, wie lebt ein Mensch damit? Die Wahrheit, die Lügen, die Verwirrung, wie kann ein Mensch das wissen? Ich treibe hilflos ins Nichts meiner eigenen Qual. Gibt es noch Hoffnung? Wird dieser Plan uns retten? Kann ich mich retten? Ich wünschte, ich könnte mich aus dieser wundervollen Täuschung befreien. Und doch frage ich mich, ob ich einen Wunsch überhaupt möglich ist. Okay, das war das blaue Buch. Und da ist ein rotes Buch. Gedicht der Bewahrer. Das Firmament dort über uns, Lichter des Wachens, strahlend hell, unsere Gefährten klar zu sehen, welche sanfter, ruhiger Quell, die Lichter unserer Wächter, so strahlend helle Sicht, und auch das Schlafens Dunkel, fürchte tiefen Schlaf drum nicht. Hier ruhen und hier rasten wir im Licht unserer Gefechte, so strahlend Funkel unser Netz, der Abdruck unserer Nächte. Alter, gibt es einiges zu lesen, ja. In anderen Reichen, in denen wir nicht vordringen können, gab es andere Bewohner, die in Glückseligkeit und Harmonie lebten und arbeiteten. Die Bewahrer leisteten ihren Beitrag zur Firmamentmission und zur Gemeinwohl und gemeinsam teilten sie die Früchte ihrer Arbeit. Eines Tages erwachte ein Bewahrer aus dem tiefen Schlaf mit einer neuen Idee, eine andere Idee, eine unangenehme Idee. Dieser unangenehme Bewahrer beschloss, dass es auch einen anderen Weg geben könnte, die Dinge zu verrichten. Ein Weg, den er mehr nannte. Dieser unangenehme Bewahrer versuchte, die andere Bewahrer zu überreden, zu ihrem eigenen Vorteil zu arbeiten, anstatt zu Wohle aller. Dieser unangenehme Bewahrer behauptete, sie könnten alle mehr anhäufen und diese mehr würde glücklicher machen. Zuerst waren die Bewahrer skeptisch. Wie alle Bewahrer von ihnen lebten sie mit der Vernunft und Maß. Und sie wussten, dieser Weg des Mehr widersprach der Vernunft und dem Maß. Sie fragten, woher mehr kommen würde und wie lange es dies tun würde. Der unangenehme Bewahrer gab ihnen wahnwitzige Antworten und behauptete, mehr würde von überall herkommen und ewig anhalten. Sie lachten, doch der unangenehme Bewahrer gab nicht auf. Die Bewahrlichkeit und ungemessene Bewahrer zermürbte ihre Gedanken an Vernunft und Maß und schließlich verführten sie die Gedanken an mehr. Nach und nach akzeptierten die Bewahrer die Idee des Meers und sie vernachlässigten die Bewahrung der Reiche, um mehr zu sammeln. Anfangs schienen sie alle glücklich, doch mit der Zeit wurden sie immer stärker von mehr verzehrt und die Reiche litten. Die Maschinen zerbrachen, die Ernten gingen ein, die Tiere wurden krank, das Wasser verschmutzte und die Luft faulig. Und auch die Bewahrer litten. Einige waren krank, andere gesund, einige waren hungrig, andere fett, einige waren durstig, andere gebadet, einige hatten nichts und andere hatten mehr. Und jene, die mehr hatten, sahen auf jene herab, die weniger hatten oder nichts, als gäbe dies eine Möglichkeit unter vernünftigen Bewahrern. Diese Reiche und ihre Bewahrer starben. Inmitten des Chaos erinnerten sich ein weiser Bewahrer und getreuter Wege des Bewahrens. Der weise Bewahrer sprach und lehrte über die getreuten Wege des Bewahrens der Reiche. Heile und nähren und fässern und alle und alles umsorgen als Gefährten ohne mehr, doch mit Früchten und zum Teilen. Und die weise Bewahrer erinnerten sich daran, dass dies der wahre Weg vernünftiger, maßvoller Glückseligkeit war. Eine Glückseligkeit, die ewig Werte und allen gehörte, und dieser getreue Weg des Bewahrens wurde die Mission aufrechterhalten, das Reich zu bewahren und einander zu bewahren. Die Bewahrer dieser Reiche konnten die Kraft des Meers überwinden und zu den getreuen Wegen des Bewahrens zurückkehren. Sie lernten von allen zerstörerischen Gedanken an Meer abzulassen und sich die
in die Mission zu widmen, das Reich zu bewahren und einander zu bewahren. Und so lebten und arbeiteten alle Bewahrer erneut in Glückseligkeit und Harmonie. Lasst euch nicht von den getreuten Wegen des Bewahrens abbringen. Strebt stets danach, weise Bewahrer zu sein. Krasse Story, ey. Okay, das war das rote Buch und... Da gab es auch noch ein Zimmer. Okay, das sind wieder dieselben Gesichter und die Story. Ja, wieso liegt denn das Buch jetzt zweimal? Weiter in den Schwarm. Oh, they prepared us well. They gave us everything we needed. They gave us life, hope and purpose and answers. They gave us a name. The Keepers. Regardless, there are more important things. You must begin to prepare for the assembly. You must do things that have never been done before. You must do things that I can only imagine and have even imagined for little of my life. I only wish I could see it. Awaken the embrace to prepare. Ich mach das schon. So, dann gehen wir hier mal gucken. Krasse Farben, ey. Absolut krasse Farben. Time heals all wounds. I recently learned of that saying. Seems like a atonalization. When the wounds of the seed are so fresh. I recently learned of that word. But indeed, time in the threshold heals all wounds. What mixed emotions I have about that. Okay, da drüben haben die geschlafen. Was gibt's hier? This is the threshold. Das ist die Schwelle. Where we cross from wake to sleep, from sleep to wake. I put them all to sleep. It was very difficult. Okay, da stehen die ganzen Namen auf der Wand. Was ist denn hier? Man kann nichts nehmen hier, man kann auch nichts machen. Okay, dann... Gehen wir auch da mal gucken. The only difference between a heresy and the truth is time. I wonder, do you agree? Moment, noch ein Raum. Und zwar, okay. Steht da wieder dasselbe drin? Tatsache. Zum dritten Mal das Buch. Keeps together. To the ends of the firemen, there is nothing we got to know. Das rote und das blaue Buch.
das sagt jeden was, der schon mal missgespielt hat. Das waren diese Bücher. Bringen Sie mir die roten Seiten. Und dann hat der Bruder gesagt, nein, bringen Sie mir die blauen Seiten. Hier kann man auch nichts machen, okay. Der Schwan, das ist einfach so ein Rückzuggebiet hier, ne? Da kann man sich ein bisschen ausruhen. Aber das sieht so cool aus, echt. So, da unten machen wir auch nicht. Okay, ein paar Karten. Karten spielen. Aber man kann nichts nehmen hier. Ne? Man kann nirgendwo interagieren. Nice. Ich mag dieses Design hier. Hier ist auch nichts. Auch so ein paar Zahnräder. Ein bisschen Werkzeug, ein paar Skizzen. Ich kann ja nichts nehmen. Den kann man auch nicht abspielen. Okay. Ja, hier kann man sich so hinsetzen, ein bisschen malen. Und gar nichts mehr. Okay, da war noch so ein Buch, das haben wir ja gar nicht gesehen. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Wieso liegen die Bücher hier mehrmals? So, okay, dann haben wir das hier alles gesehen. Hier kann man nichts machen. Und wir haben drei Welten jetzt zur Auswahl. Und ich würde mal sagen, bevor wir jetzt in so eine andere Welt reingehen, gehen wir wieder zurück, da wo wir hergekommen sind, weil da ging es ja irgendwie weiter. Und wenn wir da irgendwie nicht weiterkommen, dann kommen wir zurück und gehen in eine andere Welt rein. Ha, das ist der Plan. So, öffnen. Nochmal öffnen. Ab zur Klippe. Hat er nicht gemacht. Warte. So, und starten bitte. Ab in die Gondel. Das kommt wieder. Always amazing. Magically bridging the gap. Genau, hier waren wir im Eisgebiet. Und da oben ging es ja irgendwie weiter. Aber hier machen wir eine kurze Pause. Und ja, dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Vielleicht geht es da rein, vielleicht dahinter irgendwie. Keine Ahnung. Alles klar, danke und bis gleich. Ciao.